Ob zum Einschlafen, zum Lernen oder einfach nur zum Spaß. Viele Menschen in Deutschland vertreiben sich ihre Freizeit mit dem Lesen und greifen wieder zum Buch. Und das trotz der Digitalisierung. Denn wer glaubt, dass der Büchermarkt immer mehr abfällt, da man seine spannenden Geschichten von Zauberern und Detektiven auch ganz einfach auf sein E-Book laden kann, der befindet sich auf dem Holzweg. Denn im Gegenteil, besonders in den letzten Jahren verzeichnete der Büchermarkt wieder positive Ergebnisse. Allerdings nimmt die Zahl der kleinen Buchhandlungen immer mehr ab, da die Bücher oftmals in den großen Kaufhausbuchhandlungen oder im Internet gekauft werden. Somit stirbt der klassische Beruf des Buchhändlers aus. Im Gegensatz dazu steigt allerdings die Zahl der selbstständigen Schriftsteller. Denn immer mehr Menschen können durch das Internet ihre Geschichten, Texte oder Fachliteratur vertreiben. Ob sie allerdings davon leben können, das ist eine andere Frage. Liebe Zuschauer, bei der Veranstaltung, die wir Ihnen jetzt vorstellen werden, dürfen wir neben Literatur auch ein Picknick genießen. Und das haben wir unserem Studiogast Andy Dommen zu verdanken. Er ist der Veranstalter des Literaturpicknicks hier bei uns in Duisburg. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Andy, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen genauer, was ist das Literaturpicknick? Also diesen Sonntag wird das dritte Duisburger Literaturpicknick stattfinden im Revierpark Matlabusch. Und die Leute dürfen erwarten, schönes Wetter, verspreche ich. Ich habe da ein gutes Händchen. Gute Unterhaltung, Musik und Literatur. Und eine ganz einzigartige, ungewöhnliche Location. Vielleicht gehen wir erst einmal auf das Thema Literatur ein. Welche Autoren werden denn vor Ort sein und welches Genre decken die ab? Wir haben so ein bisschen so uns die Creme de la Creme der modernen angesagten Autoren angesagt. Also diesmal haben wir tatsächlich zwei Autoren. Wir haben auch eine Künstlerin, die auch Autorin ist, aber die ist am Sonntag als Musikerin bei uns zu Gast. Als Autorin haben wir den Christoph Strasser und den Oliver Uschmann. Sehr, sehr vielen Leuten bekannt als der Autor der Reihe Hartmut und ich. Daraus wird er am Sonntag auch lesen. Er wird aber am Sonntag ebenfalls für Jugendliche aus seiner Jugendbuchreihe Finn Sachen vortragen. Und wie gerade schon erwähnt, also wir haben Jana Redflower, ebenfalls Autorin, aber am Sonntag wird sie halt nicht lesen, sondern das Ganze musikalisch begleiten. Wer wird sonst noch so musikalisch anwesend sein? Also es ist, die Jana arbeitet mit ihrem Freund an dem Tag zusammen. Das heißt, die werden als Duo dort Musik machen. Wir werden das Ganze mit Musik eröffnen. Dann Oliver Uschmann, dann nochmal ein Musikblock, dann Christoph Strasser, dann nochmal Musik. Ja. In welche Richtung geht die Musik dann an dem Tag? Das ist alles von der Jana selbst gemacht. Ist sehr, sehr viel beeinflusst, so von altem Rock'n'Roll, so Janis Joplin und so, aber halt eigene Stücke, eine ganz fantastische Stimme. Und ich denke, da wird auch gute Stimmung aufkommen. Ja, und die Autoren, wie gesagt, also hier Oliver Uschmann, sehr, sehr lustig. Christoph Strasser, sehr abgefahrene Geschichten. Neben Literatur und Musik gibt es dann halt eben auch, wie der Titel schon es versprechen lässt, ein Picknick. Bisher wurde Kaffee und Kuchen dort angeboten. Gibt es das auch in diesem Jahr wieder? Oder nehmen die Leute vielleicht sogar selbst etwas mit, wie bei einem riesengroßen Picknick? Es ist beides möglich. Die Leute dürfen selbst sich eine Picknickdecke mitbringen. Auch das ist in der Vergangenheit, das war wunderbar. Wir haben irgendwie ältere Leute, die mit dem Fahrrad da angekommen sind. Wir hatten junge, verliebte Pärchen auf den Decken, Kinder, alles. Und Leute haben sich selbst was mitgebracht, also sich selbst versorgt. Leute haben an unserem Stand, also wir haben dann halt verschiedene Pavillons, Kaffee, Kuchen, Würstchen, Nudelsalat, also bei uns wird keiner verhungern und für den intellektuellen Hunger kann man sich dann auch noch von dem einen oder anderen noch ein Buch mitnehmen. Du hast jetzt gerade schon erzählt, sowohl Ältere als auch Jüngere waren da, also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Also in der Vergangenheit war es wirklich total gemischt. Diesmal ist eigentlich so unser Schwerpunkt, ich sag jetzt mal ein bisschen mehr das jüngere Publikum. Ich denke, dass wenn jetzt auch wieder die 50, 60-Jährigen vorbeikommen, die werden auch Spaß haben, aber Zielpublikum ist schon jünger diesmal.
Du bist ja auch Musiker und natürlich jetzt auch Veranstalter vom Literaturpicknick. Übernimmst du denn an dem Tag auch noch neben des Veranstalters eine andere Rolle? Nee, also ist es so, Little Dead Boy, also unter dem Namen richte ich das Ganze aus. Ich moderiere das Ganze, ich bin der Veranstalter. Aber wer Little Dead Boy diese Woche sehen will, soll übermorgen am Donnerstag nach Solingen in Waldmeister kommen. Am Sonntag gehört die Bühne Christoph Strasser, Jana Redflower, Oliver Uschmann. Ich mache nur die Moderation und nehme mich dann sonst zurück. Aber immerhin. Ja, zum dritten Mal findet es statt am Wochenende. Wie kam dieses ganze Literaturpicknick überhaupt damals zustande? Ich habe ursprünglich ein Wohnzimmer-Literatur-Ding gemacht in meiner alten Wohnung in Duisburg-Marxloh. Es war ein sogenannter Literaturmarathon. Da hatten wir jeden Abend Musiker und Künstler da. Und irgendwann habe ich einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt zur Sandra Blatti-Brender vom Revierpark Mattler-Busch. Und die haben da halt diesen alten Pavillon. Das Ding sieht aus wie so ein Karussell von 1900 ohne die Figuren. Super Akustik, sieht einfach toll aus. Und ich bin da hin und habe gesagt, ich möchte da was machen, da muss man was machen. Und ich habe da offene Türen eingerannt. Was hat sich sonst noch seitdem verändert, seitdem es das Literaturpicknick gibt? Es hat sich vor allem bei mir sehr viel getan, weswegen auch es dieses Jahr unter Umständen das letzte Literaturpicknick ist, weil ich habe halt selber meine eigenen Projekte. Ich schreibe gerade mein eigenes Musical und ich würde sehr gerne auch nächstes Jahr und in den kommenden Jahren das weiter moderieren, weiter Künstlerinnen und Künstler empfehlen und den Kontakt herstellen, Fördermöglichkeiten aufzeigen. Aber das Ding komplett alleine zu stemmen, so wie bisher, werde ich nicht schaffen. Insofern ist meine Hoffnung, dass, ich weiß nicht, der Runde Tisch Marxloh oder eine Gemeinde aus dem Duisburger Norden, dass irgendjemand sagt, wow, wir waren mal da, das war toll, das hat den Leuten gefallen, das bereichert den Duisburger Norden, wir machen das. Vielleicht findet sich ja auch jetzt ein Zuschauer, der denkt, das ist genau mein Ding und der kann sich dann ja auch bei dir melden. Herzlich gerne. Was sollte man denn überhaupt so mitbringen, auch um das Ganze auf die Beine stellen zu können? Hauptsächlich Engagement und Zuverlässigkeit. Eine Liebe entweder für den Duisburger Norden, für Kunst, Kultur, ja, vor allen Dingen Zuverlässigkeit. Vielleicht nochmal zum Abschluss, um das Ganze zusammenzufassen für die Zuschauer, wo und wann findet das Ganze statt und kostet das eigentlich etwas? Es kostet nichts. Das Ganze ist am Sonntag. Wir werden das Bühnenprogramm um 14 Uhr starten. Also man kann natürlich schon vorher spazieren gehen, schon mal die Kuchenauswahl bestaunen, sich einen Kaffee holen oder irgendein Getränk, sich schon mal einen schönen Platz suchen. 14 Uhr geht es auf der Bühne los, umsonst und draußen. Richtig schöner Tag. Also Literatur, Musik und etwas zu essen. Ich finde, das klingt richtig gut. Und Andi, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön.